Der TSV Steinmach-Halger sucht am Osterwochenende nicht nach Ostereiern, sondern nach einem Erfolg im Aufstiegsrennen. 5 Punkte haben sie bereits Rückstand auf den SC Freiburg. Zuletzt gab es 3-mal ein 1:1 Unentschieden. Diese unrühmliche Serie soll gegen den FK Pirmasens gebrochen werden. Die Gäste haben zuletzt mit 2:0 gegen Eintracht Stadt-Allendorf gewonnen und konnten sich so von den Abstiegsrängen etwas absetzen. Motiviert starten auch die Gäste in diese Partie in den gelben Trikots. Die erste Chance durch Dennis Cesar geht knapp vorbei. In den letzten Wochen servierte Steinmach-Halger eher Schwarzbrot als Ostergebäck, was spielerische Reize angeht. Auch in dieser Partie dauert es etwas, bis sie reinkommen. Die erste Chance gibt es durch Philipp Hanke, der beim 4:1 im Hinspiel noch getroffen hat. Der darauffolgende Freistoß landet wieder bei Hanke. Auch hier hat er im Abschluss das Nachsehen. Nichtsdestotrotz ist der FK Pirmasens eher mit Verteidigungsarbeit beschäftigt. Steinbach dominiert die ersten Phasen dieser Partie und liefern sogar einen kleinen, wenn auch erfolglosen Augenschmaus. Sascha Marquet mit dem Seitfallzieher. Der Top-Torschütze der Gastgeber sorgt für eines der wenigen spielerischen Highlights der ersten Hälfte. Die Gäste aus der Pfalz machen es Steinbach schwer. Aus diesem Grund hat der Anzeigentechniker einen sehr ruhigen Nachmittag. Ohne Tore geht es in die Kabine. Die österliche Ruhe sollte aber ein jähes Ende finden. Justin Haßmann, der Schiedsrichter, entscheidet auf Elfmeter für Steinmach-Halger. Daniel Bohl hat den Ball an den Arm bekommen, aber er zeigt an, ich habe die Arme doch verschränkt, die waren nah am Körper. Das zeigt auch unsere Zeitlupe. Er hat den Ball an den Arm bekommen, keine Frage, aber die Körperhaltung ist, weiß Gott, nicht unnatürlich. Eine sehr, sehr strittige Entscheidung. Sascha Marquet nimmt sich dieser Sache natürlich an und das macht er auch erfolgreich. 1:0 für Steinmach-Halger. Er kann sich doppelt freuen. Er ist 16-facher Torschütze und zudem noch baldiger Vater. Deshalb gibt es auch den Gruß an die schwangere Frau zu Hause. Benjamin Reitz, der Torhüter, wird sich eher weniger freuen. 1,80 Meter plus Armlänge sind nicht genug, um den Ball noch vor der Linie zu retten. Es wäre ein so wichtiges Ergebnis für Steinmach-Halger, um im Aufstiegsrennen noch eine Chance zu haben. Ein zweites Tor würde helfen, doch Kevin Lahns Schuss ist eher eine Gefahr für die Vögel über dem Lahn-Dill-Kreis. Gefahr strahlt der FK Pirmasens eher weniger aus. Das sollte sich in der letzten halben Stunde der Partie ändern. Luis Clodatos Hereingabe bleibt noch ungefährlich. Danach erarbeiten sich die Gäste aber sehr gute Chancen. Das ist Cesar, der bekommt den Ball und versucht die Flanke reinzuschlagen in die Mitte und die findet den Kopf von Dennis Krob und der lässt die Gäste jubeln. Ohne Glanz, dafür mit viel Willen, Dennis Krob mit Saisontor Nummer 9, da steht er ganz frei, steigt ganz hoch und kann sich auch bei Torhüter Raphael Kotscher bedanken, der sich etwas verschätzt und das Tor aufmacht für das Tor von Pirmasens. 1:1, dieses Ergebnis kennt Steinbach nur zu gut, doch zu allem Überfluss droht das nun auch noch zu kippen. Die Pirmasenser nehmen das Zepter in die Hand und kreieren bessere Chancen. Nächste Aktion, das ist David Becker mit der Chance, doch Kotscher macht sich ganz lang und verhindert das Schlimmste für die Steinbacher. Diese wiederum kommen noch einmal vors Tor. Eckball Richtung Eismann. Der legt auf für Bitiki. Die Riesenchance zum Ende der Partie. Doch der Ball soll nicht ins Tor. Es bleibt beim 1:1, dem vierten in Folge für Steinbach. Und diese Bilder sprechen für sich. Enttäuschung und Resignation. Durch die Stadionlautsprecher schallt Don't Stop Believing. Doch der Glaube an den Aufstieg geht zu langsam zugrunde. Die Stimme des Spiels hört ihr bei Fabian Bastorf. Sehr, sehr enttäuschendes Ergebnis für uns, weil wir uns viel vorgenommen haben für diesen Spieltag. Wir hatten eine sehr gute Stimmung, hatten eine sehr konsequente Trainingswoche, sodass ich eigentlich ein gutes Gefühl gehabt habe für die heutige Partie. Haben uns auch wirklich sehr engagiert warm gemacht. Auch das hat nochmal ein gutes Gefühl gegeben. Die Jungs haben sich in der Kabine wirklich extrem gepusht. Aber diese Emotionen, die hatten wir nicht so extrem im Spiel drin, hatten da auch nicht so diese Ruhe, diese Kontrolle im Spielaufbau, hatten zu wenig Stafetten drin. Der Rückstand auf den SC Freiburg wächst auf 7 Punkte an. Dort geht es für Steinmach nächste Woche hin. All or nothing, das ist die Devise in den letzten verbleibenden Aufstiegshoffnungen der Steinbacher.